Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Abend. Am Abend des 3. August, wir haben den neuen Monat und die US-Indizes schienen ja eigentlich ganz gut in den Montag starten zu wollen. Aber eigentlich kann man hier feststellen, wenn wir uns den S&P 500 und auch gleich den Nasdaq 100 anschauen, dass es hier unlängst in der letzten Stunde, also in der Vorstunde sozusagen, hier einen Abverkaufsmove gab, der hier sogar beim S&P 500 zum Rückgang unter das Niveau von 2100 Punkten führte. Das ist unschön, rein technisch gesehen, denn jetzt ist der Index hier ein Stück nur von diesem Support bei 2085 Punkten entfernt. Dieser kann durchaus angelaufen werden im Sinne einer weiteren Schwäche. Da muss ich dann eben zeigen, ob der Index von hier wieder nach oben aufdrehen kann. Generell wurde eigentlich hier oben das Verharren oberhalb von 2100 Punkten favorisiert. Das muss ganz klar gesagt werden. Nun hatte sich der Index letztlich nicht dran gehalten. Wir sehen ja, dass er hier abgesoffen ist auf gut Deutsch. Und jetzt muss der Index, um den positiven Bias wieder aufrechtzuerhalten, eigentlich jetzt direkt ansteigen oder aber nach Test von 2085. Dieser Test ist jedoch als wahrscheinlich anzunehmen. Ja, ich habe jetzt hier noch nichts gefunden, warum der Markt hier so in die Knie gegangen ist, aber generell haben wir hier diese kurzfristige Abwärtstendenz, die allerdings auch noch nicht für große Beunruhigung sorgen muss. Rein technisch, wie gesagt, wäre ein Verweilen über 2100 wesentlich besser gewesen. Jetzt haben wir hier einen Umweg. 2085 ist ein Support. Erst unterhalb dessen muss man hier nochmals von deutlicheren Abgaben ausgehen. Und solange die nicht erfolgen, ist das jetzt ja mit der kurzfristigen Auftaktsschwäche noch nicht überzubewerten. Aber unterhalb von 2100 Punkten schon mal rein technisch gesehen unschön. Gehen wir mal auf den Tageschart, da sehen wir auch noch ein Stück weit deutlicher, dass die Annahme eben oberhalb von 2100 hier nochmal einen Lauf in Richtung 2130 zu präferieren war. Wir sehen jetzt, dass wir das nicht geschafft haben mit Aufgabe 2100. Hier jetzt auch gerade das Gretchenlevel 2085. Da ist jetzt eben wichtig, dass der Markt sich hier fängt. Wenn er das tut, kann das morgen direkt nochmal in die nächste Runde gehen nach oben, das will ich nicht bestreiten. So, Moment. Hoppala. So, jetzt haben wir es. Andernfalls ein direktes Rausgehen wäre dann hier das blaue Szenario. Aber jetzt sollte man hier durchaus nochmal mit einem Rücksetzer an 2085 Punkten oder von 2085 Punkten an dieses Level eben ausgehen. Kurzfristig ist hier der Aufwärtstrend noch intakt. Man muss jetzt sehen, ob hier das nächste Standbein sozusagen hier jetzt reift, um den Index hier nach oben zu ziehen nochmal. Ja. Wenn das hier das Hoch gewesen sein sollte, wäre es natürlich unschön, aber soweit sind wir noch nicht. Warten wir mal ab, was bei 2085 passiert. Da wäre aber technisch noch ein Hinkommen möglich. Dennoch, wir sehen auch hier gerade die aktuelle Stundenkerze, der Index kommt von den Tiefs zurück. Also hier ist im Prinzip trotz des Rückfalls noch nicht wirklich alles verloren. 2085 ist eine gute Absicherung. Nach oben haben wir jetzt bei 2100 zwar ein bisschen den Deckel drauf, aber wenn wir darüber gehen, haben wir relativ zügig wieder gute Chancen, hier einen weiteren Aufwärtsimpuls zu sehen. Und das deckt sich jetzt hier auch mit der Saisonalität, die hier mal ganz salopp sehr strange nach oben zeigt. Das ist ein positiver Bias, also der aktuelle Rücksetzer hier noch nicht überzubewerten, kann hier durchaus noch weiter nach oben fruchten, das Ganze. Also insofern mal abwarten, hier vielleicht eine kleine Intraday-Kaufchance. Gut, gehen wir kurz zum Nasdaq 100, der sich auch schwächer zeigt, wenig überraschend. Hier die Situation auch ähnlich. Hier wollten wir eigentlich Niveaus oberhalb von 4585, das überwundene Level der Vorwoche hier eigentlich halten. Das hätte hier das Ganze ja einem positiven Bias hinterlassen. Wir sehen auch hier, dass es nicht glückte. Aber wir haben jetzt hier aktuell wieder so einen Erholungsversuch, so einen Impuls der laufenden Kerze. Und ich will sagen, auch von hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben jetzt hier einen kurzfristigen Support, den wir hier in den Chart holen können. Ja, vielleicht macht der Index hier nochmal einen kleinen Umweg, aber dann hat er auf jeden Fall gute Karten, hier auch wieder nach oben rauszuziehen. So eine Art kleiner Fake-Out hier, um die letzten Skeptiker sozusagen nochmal vom Boot zu holen. Das kann hier in Sachen bullischer Skeptiker sozusagen hier durchaus nochmal kurz interpretiert werden, aber der Markt generell. Wir sehen auch hier gerade die Kerze, die kommt schön zurück. Also ich würde hier noch nichts abschreiben. Der Markt ist hier jetzt eigentlich trotz des kurzen Schockers
immer noch in einem bullischen Modus. Kritisch wäre es, wenn wir hier 4.540 unterschreiten, dann hätten wir ja recht schnell die 4.510 wieder auf der Agenda. Sehe ich aber aktuell, wie gesagt, nicht, hier vielmehr eher der Aufwärtsdruck auch an dieser Stelle weiter da. Und insofern auch hier das präferierte Szenario. Also entweder ein kurzer Dip und dann hoch, oder aber es geht direkt wieder hoch jetzt nach der ersten Schwäche. Sehen wir auch hier im Tageschart. Haben wir sogar hier blauen kleinen Rücklauf favorisiert an diesem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der ist, wie gesagt, ein Stück weit zu tief gekommen. 4.540 ist ein wichtiges Level. Da sind wir aber abgeprallt und jetzt gehen wir hier hoch. Das sieht eigentlich alles nicht schlecht aus. Könnte sich also aktuell hier um eine ideale Kaufgelegenheit handeln, um hier an den nächsten Hype in Richtung 4.700 Punkten, in Richtung 4.700 Punkte wohlbemerkt, teilzunehmen. Sieht jetzt mal gar nicht so schlecht aus. Unterhalb, wie gesagt, von 4.550 wäre die 4.510 relativ schnell da, beziehungsweise die 4.465 dann, wenn es blöd läuft für alle Bullen, sage ich mal. Aber da müsste es erstmal heute neue Tagestiefs geben. Wenn die kommen, dann ist morgen sicherlich ein Stück weit Unsicherheit im Markt, viel mehr als jetzt. Aber nach gegenwärtiger Einschätzung sehe ich das hier noch nicht so kritisch. Also, wenn die Bullen jetzt dranbleiben, den Markt wieder hochführen, dann sollte es auch morgen, spätestens morgen, auch weiter anziehende Preise geben. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Das wäre es schon gewesen für den heutigen Live- oder der Live-Beschauer der US-Indizes. Sentiment. Saisonals bleiben bullisch, zumindest jetzt hier für den Anfang des Oktobers. Sollte es jetzt nicht nach unten durchkrachen. Die wichtigen Marken haben wir benannt auf der Südseite, die verteidigt werden müssen, wovon die Indizes abprallen müssen. Und wenn das so bleibt, dann hoch her, geht es sicherlich weiter im Rallye-Rausch. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Und in diesem Sinne einen schönen guten Abend. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.